Hey Leute, herzlich willkommen bei Einfach Backen. Schön, habt ihr wieder eingeschaltet. Heute backen wir einen Vollkorn-Brioche-Toast. Das goldene Brioche-Toast hier auf dem YouTube-Kanal ist richtig durch die Decke gegangen. Und jetzt machen wir einfach die Vollkorn-Variante daraus. Und das ist Teil des neuen Kurses Vollkornbrote 2.0, der heute in der Backacademy verfügbar ist. Wie ihr wisst, gibt es immer eine Lektion gratis hier auf YouTube. Natürlich, um euch richtig heiß zu machen auf den Kurs. Es gibt das Vollkorn-Brioche-Toast. Und es ist wirklich ein tolles Rezept, sehr luftig, sehr lecker. Jetzt seht ihr natürlich den Trailer zum Kurs. Was erwartet euch? Es ist 2.0. 1.0 gibt es schon in der Backacademy. Das ist ein aufbauender Kurs auf 1.0. Aktuell natürlich wie immer noch rabattiert erhältlich. Oder teste einfach die ganze Backacademy 7 Tage kostenlos. Jetzt gibt es den Trailer und dann anschließend springen wir direkt in den Kurs rein. Und zwar mit der Lektion des Vollkorntoast. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachbacken und im neuen Kurs. Dein Marcel. Lecker und gesund backen im neuen Online-Kurs Vollkornbrote 2.0. Der Kurs ist aufbauend auf den ersten Kurs und hier gehen wir sehr tief rein, um zu erfahren, was macht ein Brot gesund? Wie machen wir es noch besser? Welche Zutaten können wir noch in Brote einbauen? Und natürlich machen wir sehr viele Vollkornbrotrezepte. Ich zeige dir auch, wie du Rezepte entwickeln kannst, von Grund auf deine eigenen Vollkornbrote selber zusammenstellen kannst. Auf was musst du achten? Da bekommst du ein Formular, ein System, wie du verschiedene Zutaten einbauen kannst. Das und noch viele weitere Tipps und Tricks erwarten dich im neuen Kurs. Jetzt starten und wir sehen uns gleich im neuen Online-Kurs. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Lektion. Jetzt machen wir ein Brioche-Vollkorn-Toast. Hat zwar Butter drin, aber das macht Spaß und schmeckt lecker. Ich starte mit einem Kochstück. Hier ist das Verhältnis 1:5. 25 Gramm Vollkornmehl, 125 Gramm Milch. Alles aufkochen. So, voilà, wunderbar. Dann in eine frische Schale rein. Und dann fehlt noch unser Vorteig. Hier habe ich 30 Gramm Wasser, 50 Gramm Mehl und 10 Gramm Sauerteig. Den Sauerteig kurz einmal da im Wasser aufschlemmen. Dazugeben. Ein bisschen mischen, das gibt einen festeren Vorteig. Der lässt sich auch sehr gut so auf dem Tisch kneten, wenn du das willst, oder einfach hier ganz easy verrühren. Kochstück zudecken, kühlen und den Vorteig runterwischen, zudecken und in der Küche 8 bis 12 Stunden entwickeln lassen. Jetzt geht's los. Das ist sicher der reichhaltigste Teig in diesem Kurs. Und bei sehr reichhaltigen Teig mache ich es immer gerne so, ich nehme die Schüssel, packe die auf die Waage und gebe alle Zutaten rein. Dann muss ich nicht hier alles einzeln vorbereiten und das ist zu Hause sicher auch eher ein praktischer Ansatz, den du gerne machen kannst. Ich mache es persönlich nie so, dass ich zu Hause, wenn ich nicht ein Video mache, alles schön bereit mache, Mise en place, sondern alles in die Schüssel rein, was ich brauche und dann geht's los. Wir haben hier nebst unseren Vorstufen 12 Gramm Salz, 40 Gramm Zucker, 15 Gramm Hefe, 80 Gramm Magerquark, 100 Gramm Butter und 425 Gramm Weizen Vollkornmehl. Vorstufen dazu. Und dann, wichtig bei einem Brioche-Teig, Eier. 4 ganze Eier hier rein. Da haben wir natürlich auch sehr, sehr gute Nährstoffe. Eier werden immer gerne unterschätzt. Proteine, Vitamine und für den Teig hilft uns das, hier eine unglaubliche Stabilität zu geben und einen luftigen, wolligen Teig. Diesen Teig hier,
In der Häusler Nova ist das ein bisschen anders, ein Zwei-Stufen-System. Ich knete den aber nur für 10 Minuten auf der ersten Stufe, bis alles schön gemischt ist. Den Rest mache ich mit den Umfalten. Ich knete den nicht so aus wie so ein Brioche-Teig, weil für das ist einfach das Vollkornmehl nicht unbedingt gemacht. Helle Mehle sind backstabiler, dehnbarer. Beim Vollkorn müssen wir etwas Rücksicht nehmen und halt mehr dehnen und falten. Wie du siehst, nach 10 Minuten noch nichts von auskneten, ist eher gut gemischt, aber genauso muss das sein. Eine gefettete Box, den Teig rausnehmen, der ist sehr kurz in der Struktur, den helfen wir natürlich dann auch noch mit dehnen und falten. Deckel drauf, zudecken, 90 Minuten gehen lassen. Stretchen und falten ist angesagt, am besten feuchte Finger machen, den Teig von überall schön in die Mitte reinziehen. Der braucht ein bisschen Geduld, sicher 3-4 Mal stretchen und falten, aber dann wirst du sehen, dann kommt der wirklich super schön glatt hin. Den kannst du fast nicht zu viel dehnen und falten. Nach 90 Minuten ist der Teig schön aufgegangen, herrlich sieht er aus. Rausnehmen, da braucht es gar nicht viel Mehl mit so viel Butter drin. Stücke zu 250 Gramm portionieren. Danach den Teig formen zu runden Kugeln. Den Brioche-Toast mache ich bewusst etwas schonender. Den normalen Toast, den Brioche-Toast mit Weizenmehl, mit hellem Weizenmehl, den habe ich noch ausgewalzt und dann nochmal aufgewickelt. Das wäre hier ein bisschen too much, denn es würde gar nicht so viel bringen und der Teig reißt auch sehr gerne etwas durch und wir würden ihn unnötig strapazieren und darum lassen wir es weg. Wir machen hier jetzt einfach Kugeln und geben diese in eine gefettete Toastbrotform. Und streichen die Oberfläche einmal schön mit Ei an. Zudecken und nochmal für 90 Minuten gehen lassen. Ich würde sagen, es ist ready, Freunde. Nochmal vorsichtig hier anpinseln mit Ei. Und dann bei 170 Grad Heißluft backen, Ober-Unterhitze 180 Grad. Das ist ein bisschen tiefer von der Temperatur, weil dieses Toast sehr schnell färbt. Hier gebe ich auch keinen Dampf in den Ofen. So reichhaltige Teige kann man auch gerne ohne Dampf backen. Es ist zusätzlich natürlich möglich, da musst du einfach 2 Minuten warten, bis das Ei angebacken ist, Wasser aufgießen, damit Dampf entsteht. Das Ganze wird etwa für 45 bis 50 Minuten gebacken. Freunde, das Brioche-Toast kommt zum Ofen raus. Ja, das kann sich sehen lassen. Das sieht richtig klasse aus. Ausformen. Sieht richtig klasse aus. Es ist zwar noch heiß, aber guck dir das mal an. Wie schön wattig das Teil ist, auch nur mit Vollkorn. Richtig cool. Das probieren wir gleich direkt zum Ofen raus. Butteraroma strömt in die Nase. Für mich das leckerste Vollkorn-Toast, das ich je gegessen habe. Unglaublich luftig, saftig, wattig. Das macht einfach Spaß. Und das Ganze mit Vollkorn. Klar, nicht das gesündeste Brot im Kurs, aber zwischendurch darf es natürlich auch Spaß machen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachbacken. Wir sehen uns gleich wieder in der nächsten Lektion.